Jo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Erstmal danke für den kompletten krassen Support in der letzten Zeit. Wirklich danke, was ihr da irgendwie. Ja, ihr seid einfach krank unterwegs. Werde auch später noch erfahren, was ihr dafür jetzt Dankeschön bekommt. Erstmal vorab, letztes Jahr, ich weiß nicht, wer von euch mir schon. Oh, das ist jetzt unangenehm. Wer von euch mir jetzt schon letztes Jahr gefolgt ist. Und zwar hatte ich ja letztes Jahr jede Woche, Mittwoch, ein Video hochgeladen. Wirklich konstant durchgezogen, jede Woche ein Video. Das wird sich dieses Jahr wahrscheinlich ändern, weil ich einfach gemerkt habe, okay, es bringt nicht irgendwas unnötigen Content zu machen, sondern man braucht wirklich geilen Content und das habe ich auch vor dieses Jahr. Also es wird wahrscheinlich, also Ziel ist natürlich jede Woche trotzdem ein Video hinzubekommen, aber wenn der Content einfach so scheiße ist, dass sich eh keiner anschauen wird, dann werde ich auch kein Video hochladen. Von daher macht euch auf geileren Content gefasst, auch wenn es vielleicht einmal eine Woche Pause gibt. Aber es wird auf jeden Fall geilen Content geben. Ihr konntet mir hier auf Instagram ein paar Fragen, sag ich mal, stellen. Junge, wie viele haben da Wheelie-Kontrolle reingeschrieben? Hier Wheelie-Kontrolle, Digga. Was laber ich? Wheelie-Tutorial, da oben hier auch nochmal Wheelie-Tutorial. Wheelie lernen. Jungs, ich habe schon so oft Wheelie probiert. Ihr wisst gar nicht, wie scheiße das ist. Entweder, also bei mir ist es noch so eine Kopfsache. Ich denke auch, ich sitze zu weit vorne, aber ich kriege das nicht rein, irgendwie zu weit nach, also weiter nach hinten zu sitzen. Ich glaube auch mit 60 Kubik ist es definitiv noch einfacher als mit einem 50 Kubik Zylinder. Ich gehe jetzt einfach kurz mal ein bisschen die Antworten hier durch. Schönes Moped, Dankeschön. Machen Backflip? Nee, kann ich auch nicht. How-to-Videos? Schreibt mal gerne in die Kommentare, was für Videos ihr sehen wollt, also was ich hier erkläre. Schrauben jetzt vielleicht eher weniger. Ich kann zwar schrauben, aber einfach in meiner Garage ist nicht so geil zu schrauben. Mach mal bitte längere Motovlogs. Genau da ist das Problem, was ich vorhin, also was ich gerade schon gesagt habe. Wenn ich längere Videos mache, heißt es das auch, dass gleichzeitig nicht so geil Content ist. Ich kann zwar jede Woche ein RAW-Video bringen, wo ihr einfach nur den Moped, also das Moped hört, vom Sound her. Aber da schauen sich so wenig Leute an, da gibt es genug andere, die auf YouTube so Videos machen. Da sehe ich mich in der Zukunft eher weniger. Flucht vor der Polizei, sehe ich mich jetzt noch nicht so. Es regnet mit den Kennzeichen. Nachts im UKF fahren, kommt im Sommer auf jeden Fall wieder. Video mit Simson, Arsch. Marc, was meinst du? Ich glaube eher, du meinst mit Simson Marc, ja. Vielleicht komme ich mal zu dir vorbei, ist ein Stückchen, aber mal schauen. Mit dem Moped durch den Rewe? Ja, ich glaube, das hat noch niemand gemacht, das könnte man mal machen. Vor Bullen abhauen, weiß nicht. Nachbarn der Ka in den Garten der Nachbarn scheißen. Ah ja. Kann ich mal machen. Moped verlosen? Weiß ich nicht. Nee, ich will mein Moped behalten. Könnt ihr vergessen. Wheelie-Edits? Ich kann immer noch keine Wheelies. Q&A oder einfach spontane Motovlogs. Spontanen Motovlog mache ich gerade. Q&A, schreibt mir gerne Fragen einfach in die Kommentare rein. Die kann ich euch mal beantworten. Salto-Tutorial, Digga, was wollt ihr von mir? Was sind wichtige Werkzeuge? Das kann ich euch jetzt kurz sagen. Wichtige Werkzeuge, 10er, 8er, 9er und 12er Gabelschlüssel, Krümmerschlüssel für hier unten, Schraubendreher, Schlitz, Vergaser halt, sonst wichtig, unbedingt. Für die Fahrt würde ich sagen, das war's schon. Die Gabelschlüssel sind die wichtigsten, Schraubendreher, Krümmerschlüssel, mehr braucht ihr eigentlich nicht. Das wäre mir jetzt so gerade eingefallen, auf ganz spontan. Die Simme ohne viel Kohle verschnellern, ohne starkes Tuning, also was man aus Ori rausholt. Was soll ich sagen? Ich habe Strömungsoptimierung in der Ansaugmuffe drin. Das bringt jetzt aber auch nicht so übelst viel. Aber sonst, ich habe. Okay. Ich habe selber keine Ahnung. Ich bin jetzt kein Tuner irgendwie, da müsst ihr andere tatsächlich fragen. Keine Ahnung, andere Hauptdüse oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mehr Moped-Crashes? Eher weniger? Such ein Polizeiauto auf Streife, halt nehme ihn an der Ampel an und steig ab und ich sage, ergeb dich. Ja, überleg mal, da ist jetzt so ein Polizeiauto. Ich halte so neben den an, schaue so schlagartig rüber, heb dann meine Hand so raus und sage, ergeb dich. Oder ich habe eine Banane dabei, das ist noch besser. Denkt ihr, ich werde dann verhaftet? Night Ride, ja, hatten wir schon. Was man alles noch aus seinem Moped rausholen kann, abstimmen. Jungs, ich habe keine Ahnung, da fragt ihr den Falschen. Da kann ich auch mal zu Joshua gehen, dann kann er das vielleicht euch mal erklären. Wenn ihr da Bock habt, schreibt mal rein, dass ihr mit Joshua ein Video sehen wollt. Wenn es natürlich keiner in die Kommentare schreibt, dann weiß ich auch, dass die Nachfrage nicht sehr hoch ist. Also schreibt mal wirklich in die Kommentare rein, was ihr sehen wollt. Liked auch gerne die anderen Kommentare, damit die relativ weit oben sind. Dann weiß ich, was ihr am meisten jetzt wollt. Polizeikontrolle, Vlogs mit Freunden, Wheelie-Tutorial, Nachtfahrten, Wickel-Tutorial mit Rommelbremse. Weiß ich nicht. Wenn ich du wäre, ja, das könnte man tatsächlich wieder im Sommer machen. Mit der Polizei was. Jungs, als wenn ich zur Polizei hingehe und sage, Jungs, ja,
Haltet mich mal an für Content, ne? Haltet mich einfach mal an. Oh, to Tuning, wie Fading Max. Ah, Fading Max, weiß nicht. Ich finde zwar Fading Max cool, aber ich will jetzt nicht den Content nachmachen. Das weiß jeder. Also das fühlt hoffentlich jeder so wie ich, dass man einfach seinen eigenen Content machen muss. Und genau das ist jetzt mein Ziel. Also, das ist ja schon immer mein Ziel. Aber dass ich eben meinen eigenen Content mache und nicht bei anderen abschaue. Free Tutorial, Simson Komplettaufbau. Ja, irgendwann werde ich die mal neu aufbauen. Da kommt ein Video, aber eher im nächsten Winter. Ausflug zum See mit deinen Freunden. Ja, kann man machen. Von Polizei angehalten während Tutorial. Jungs, was ist denn los mit euch? Elektrik einbauen? Habe ich schon. Es gibt genug andere Tutorials, ehrlich gesagt. Themo Motorrad-Gadgets ausprobieren. Ich glaube, Simson Mark hatte mal auf AliExpress welche bestellt. Ob er auf Temu mal was gemacht hat, weiß ich nicht. Das könnte man vielleicht mal machen, aber was will man hier ausprobieren? Das einfach nur trambohren und danach wegwerfen, weil es einfach wirklich keiner braucht. Zuschauer von der Schule abholen, auf Mochi angelehnt. Nee, ich hole keine Minderjährige. Okay, ich bin selber minderjährig. Ich hole keine Mädels von der Schule ab. Ah ja, Grüße an Mochi. Er wird das Video eh nicht sehen. Wheelie lernen, neuen Tuning-Vergaser einbauen, Wheelie Tutorial. Jungs, ich lese ja viel zu viel Wheelie. Was ist mit euch los? Ja, folgt mir gerne auf Instagram, da wird auch bald das Gewinnspiel online kommen. Ich werde euch jetzt gleich mal erzählen, was vielleicht kommen könnte, aber ich werde euch jetzt nicht viel verraten. Genau, also folgt mir einfach auf Instagram, aber ich würde sagen, wir fahren jetzt eine Runde, let's go. Oh, die Omi schaut ganz böse. Jetzt kommt hier in der Kurve ein Auto. Digga, Bro, warst du nicht ein bisschen schnell? Boah, Schlagloch, scheiße. Ja, okay, jetzt ist die Sonne weg, scheiße. Aber ihr seht, es ist schönes Wetter. Es ist jetzt Mitte März oder fast schon Ende März. Kann man das schon als Frühling bezeichnen? Ich glaube, ich habe irgendwas davon Winter gehört oder so. Ach, keine Ahnung. Ich sage einfach, es ist schon Frühling. Es ist richtig schönes Frühlingswetter jetzt gerade. Ich hoffe einfach, dass die Polizei mich in der nächsten Zeit nicht anhält, was sie ja gedroht hatte im letzten Video. Ich habe Neuigkeiten. Ich kann sagen, dass ich auf den Simson-Treffen in Zwickau dabei sein werde. Genauso wie auf den Simson-Treffen in Suhl. Also auf den beiden Simson-Treffen werde ich auf jeden Fall dabei sein. Ich will mich auf jeden Fall nochmal für die 5000 Abonnenten bedanken. Ich weiß nicht, ob ihr das so wahrgenommen habt oder nicht. Auf jeden Fall, ich habe es wahrgenommen. Danke für euren Support. Lasst jetzt nochmal gerne ein Like und ein Abo da. Das unterstützt mich auf jeden Fall richtig heftig. Die Motivation, die geht nach oben wie sonst was. Ja, die Motivation war davor auch schon da, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. In den nächsten 2-3 Wochen wird auf jeden Fall auch ein Gewinnspiel online kommen. Ich habe gerade kurz überlegt, ob es 1 oder 2 ist. Es sind tatsächlich 2 Gewinnspiele, aber in so circa 1 oder 1,5 Monaten Abstand. Also in so 2 Wochen wird ein Gewinnspiel online kommen und danach wird noch ein Gewinnspiel, also einen Monat später dann online kommen. Seid auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Falls ihr euch fragt, was ich eigentlich gerade mache, ich habe selber keinen Plan. Ich will das Wetter nach der Arbeit genießen und fahre jetzt einfach die klassische Runde hier. Vielleicht kommt auch mal eine coole Strecke. Ich weiß, ich glaube, ich hatte auch mal in einem anderen Video angeteasert, dass ich dass ich jetzt vielleicht mal einen neuen Motor aufbauen werde. Ich habe ja den anderen Motor bestimmt schon jetzt seit einem halben Jahr da. Das war grün. Aber da kommt jetzt auch nichts Wildes drauf. Ich will den Motor einfach mal wieder regenerieren, also Dichtung durchchecken. Ich gebe den auch da zu Joshua von GS Customs. Der macht so 3D-Druckzeug und der checkt den sozusagen kurz durch. Das ist jetzt nichts Wildes und so. Einfach schauen, wie Verschleiß halt ist und Co. Was man tauschen muss, tauschen. Neue Kurbelwelle kommt auf jeden Fall rein. Und dann, mal schauen, was der Plan ist. Eigentlich wollte ich ja 60 Kubik, ehrlich gesagt, drauf machen. Aber ob ich das jetzt gerade so nach den Kontrollen mache, ein bisschen hat schon abgeschreckt, weiß ich jetzt nicht. 50er kommt auf jeden Fall. Ja gut, wäre schlimm, wenn ich weniger als 50 Kubik hätte. Ich glaube fast sogar schon, dass ich einen 60er nehme oder so. Ich weiß es aber ehrlich gesagt noch nicht. Werdet ihr ja dann sehen. Dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Aber das ist so der aktuelle Stand vom Motor technisch und so. Ich wollte ja das Moped eigentlich auch so auf, ich sage jetzt mal, Scheibenbremse und Kastenschwinge umbauen. Ich glaube, das wird aber auch nichts, weil ich einfach nicht so viel Geld aktuell ausgeben will.
Dafür werde ich mir dann die A2-Maschine, also die KTM XC holen, sofern ich A2 habe, also es wird eher Richtung August werden. Digga, so eine Rollerfahrer hinter mir. Chill mal, hier ist 30, ich fahre, okay, ein bisschen schneller als 30. Also die Kasteschwinge wird wahrscheinlich trotzdem reinkommen, einfach weil die jetzt nicht so auffällig ist. Aber Scheibenbremse werde ich wahrscheinlich nicht machen, da kommen dann schöne EBC-Belege rein oder so. Also das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und Unterhaltung. Lasst gerne ein Abo, Like da. Ich hab schon gesagt, aber egal. Also damit, ciao, haut rein.